Ist Vivi wirklich tot? Diese Frage gehen wir heute in einem ganz speziellen Video auf den Grund. Und ich habe an dieser Stelle heute einen Clip mitgebracht, beziehungsweise einen längeren Ausschnitt aus dem letzten Livestream, den ich gemacht habe, aus dem Collector Talk, zusammen mit Enrico und Chris, Vivi Reisen. Diesen Stream veranstalten wir jeden Monat und dort reden wir unter anderem auch über das Sammeln. Vielleicht für den einen oder anderen als Hintergrund, Chris und Enrico sind schon langjährige und auch Jahrzehnte Sammler und daher haben sie einfach eine ganz andere Perspektive auf das Sammeln und natürlich auch auf Vivi selbst. Diesen Ausschnitt, den ich euch jetzt hier einmal vorspielen werde, beziehungsweise einmal das, was ihr jetzt dann hier sehen werdet im Nachgang, das ist im Prinzip meiner Meinung nach ein wichtiger Part, den eigentlich jeder mal so auch der Vivi benutzt und auch dort Collectibles kauft, gehört haben sollte. Denn das Ganze wird hier wirklich aus einer Sammlersicht gesehen und ist meiner Meinung nach einfach etwas, was man definitiv mal gesehen haben muss. Deswegen teile ich das heute mit euch einfach mal so in einem ganz neuen Format. Wenn euch das ganze Format hier gefällt, dass ich auch mal so Stream-Ausschnitte hier dann hochlade, im Nachhinein ein bisschen kürzer, einfach cutte, dass ihr nicht den gesamten Stream schauen müsst, dann schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare und zeigt es mir auch sehr gerne mit einem Like hier unter diesem Video. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem heutigen Stream-Clip. Ich habe ja eben auch ein Video gemacht, da habe ich auch so drüber gesprochen, dass man natürlich aufgrund auch der Zeitzone und auch generell meiner Meinung nach ohne Daten, die wir bisher haben, nicht wirklich ein Fazit ziehen kann. Und ich habe eben einen sehr, sehr geilen Kommentar auch gesehen von Captain Ara beispielsweise. Grüße gehen raus. Ja. Der hatte in der Telegram-Gruppe auch dazu ein bisschen was geschrieben, dass aus Marketing-Sicht das ja nicht mal so schlecht war. Also ich meine, aus Marketing-Sicht, man muss ganz ehrlich sagen, also diejenigen, die sagen, Vivi hat es mit Marketing an dieser Stelle verkackt, sorry, aber dann habt ihr einfach keine Ahnung von Marketing. Es ist einfach so. Also ich finde, die haben dieses Mal, muss man wirklich sagen, ich bin absolut dafür, dass Vivi definitiv hätte mal Marketing machen können. Ob es jetzt der richtige Zeitpunkt war, darüber sei mal ganz dahin, das sei mal ganz dahingestellt. Aber bei diesem Job haben sie, finde ich, eigentlich fast alles richtig gemacht. Oder sagen wir eigentlich alles. Sie haben Instagram promoted, sie haben, ich glaube, sogar Ads geschaltet kurzzeitig. Ja. Sie haben wirklich coole Videos gemacht. Sie haben es auf Twitter richtig gut gepusht. Sie haben Giveaways jetzt auch im Nachtrag nochmal, wo die Leute animiert werden, auch was zu kaufen, um dann was zu gewinnen. Also meiner Meinung nach hätte man da jetzt nicht noch mehr machen können. Was ich vor allem, das habe ich, also nö, red ruhig. Was ich, das habe ich auch in der Telegram-Gruppe dazu mal geschrieben, gerade eben, das war ja wirklich vor 10 Minuten. Das Ding ist, ganz viele jetzt gerade, wenn du in der Telegram-Gruppe guckst, oder wahrscheinlich wird auch das allgemeine Sentiment jetzt online, wenn man guckt, ah, Desaster, ist alles kaputt, Vivi ist jetzt tot und so. Es hat sich ja nichts verändert wie vorher, erst Punkt 1. Und Punkt 2 ist, so wie Captain Ara gesagt hat, es war ja ein massives Marketing diesmal unterwegs. So, und wenn jetzt Leute sagen, ja, aber das Marketing hat ja gar nichts gebracht, die neuen User denken jetzt, boah, was für eine Scheiße. Die Sache ist, die Leute, die das jetzt sagen, denken das aus ihrer Sicht heraus, weil sie wissen, was sie von Vivi erwarten und was sie, wie sie da ihr Geld mit verdienen wollten und weil sie jetzt gedacht haben, boah, jetzt krass, jetzt passiert irgendwas ganz Neues. Nee, der neue User, der zu Hause sitzt und Vivi gar nicht kennt und durch die Marketingmaßnahme reingekommen ist, der wird einfach nur sehen, oh, da ist ein Drop. Und der wird auch nicht sehen, oh, der ist ja nicht sold out, sondern der wird sich denken, oh cool, ich kann das kaufen, so wie du, Chris, erzählt hast, ne? Mit dem Batman, so in deinem Video. Ja. Also der wird sich denken, oh cool. Und dann hat er vielleicht in diesem Fall nicht wie 2021 das Pech, dass er es dann nicht mehr kaufen kann, eine Stunde später oder so oder einen halben Tag später, sondern er kann es vielleicht dann auch in den nächsten Tagen noch kaufen und denkt sich, ey cool. Und dann hat er eine gute Experience, die wir eigentlich nicht hätte, wenn das Ding sold out gewesen wäre. Also man muss es auch mal so betrachten. Wie denkt denn der neue User? Der denkt gar nicht, boah, was für ein Desaster, weil der kriegt ja gar nichts mit. Der hat ja eine ganz andere Sichtweise, da reinzukommen bei Vivi, als die, die hier schon Jahre, jetzt 3 Jahre drin sind. Und die Hälfte, die jetzt auch noch von Desaster sprechen, sind ja wahrscheinlich auch wieder, die dachten, dass jetzt ein Wunder heute geschieht, was ja völliger absurder Quatsch ist, meiner Meinung nach. Dementsprechend war das gar nicht schlecht, sondern es war richtig gut. Also ein geiles Marketing. Und wir müssen halt auch in Betracht ziehen, es ist immer noch ein asiatischer Markt. Es ist eine asiatische Band. Also ich habe von denen vorher noch nie in meinem Leben was gehört. Und wenn mir gesagt wird heute, das ist die erfolgreichste Girlband der Welt, ich habe noch nie was von denen gehört vorher. Ja. Und warum sollten denn
ja, ich weiß nicht, wie viele andere Europäer, Amerikaner, Leute davon denen jemals gehört haben. Na klar ist der Drop dann nicht sofort crazy sold out. Und wenn du denn den asiatischen Markt aber erstmal neu reinholst, ist der auch nicht gleich sold out, weil da vielleicht die Leute sagen, was ist ein NFT, ich habe keine Ahnung, oder ist die Zielgruppe überhaupt die richtige? Also so zu denken, dass jetzt auf einmal heute ein Wunder geschehen wäre, das war also Käse. Ja, ich muss ja auch sagen, ich war auch so ein bisschen auf der Seite, die halt gedacht haben, okay, wir sehen halt wenigstens so, weißt du, so einige tausend neue User. Das hätte ja völlig ausgereicht. Der Drop hätte ja nicht mal sold out gehen müssen. So, wenigstens, dass man halt sieht, okay, es ist eine gewisse Nachfrage da, dass es halt auch ein paar User dahin geschafft haben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, habe ich da vielleicht auch ein bisschen falsch gedacht in der Hinsicht? Im Endeffekt ist es nämlich auch mega, mega stark, dass die das halt auf Instagram auch so promoted haben. Weil es haben mir wiederum auch sehr, sehr viele Fans das Vertrauen bei diesen Künstlern. Und wenn jetzt Vivi immer, immer wieder was mit denen zusammen macht, so, dann holst du die Leute ganz langsam da auch rein. Genau. Die müssen jetzt nicht beim ersten Mal was kaufen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass es bestimmt nicht der letzte Drop jetzt mit Blackpink gewesen ist oder aus dem asiatischen Markt, K-Pop-Markt insgesamt. Die werden ja noch sehr viel mehr bringen, mit den ganzen K-Pop-Bands. Und so holst du die Leute halt ganz langsam rein. Das wird halt nicht auf einen Schlag. Es wäre natürlich schön, so wie bei Disney damals, wo ja wirklich auf einen Schlag sehr, sehr viele Leute reingekommen sind. Da war es aber nochmal eine andere Dynamik. Da hatten wir eine andere Dynamik. Ja, Disney kennen auch alle. Disney kennen auch alle einfach weltweit, ne? Ja, aber wer ist reingekommen? Wer ist damals reingekommen mit Disney? Alle ganz frisch neu, alle, die ganz neu in dem Markt waren. Jeder ist neu reingekommen. Ja. Nicht nur bestehende, da waren keine bestehenden Leute, sondern alle sind neu rein. Ne? Nein, aber wie viele Disney-Fans sind reingekommen? Wie viele Disney-Fans? Leute, die nicht an Investieren denken. Okay. Wie viele Disney-Fans sind damals reingekommen? Ja, wahrscheinlich auch weniger. Leute sind in die Bubble gekommen und das ist dann ist das passiert, was seit Monaten immer noch läuft, was bei Wrecker so falsch gelaufen ist mit Hello Kitty. Leute gucken sich die Brand an, gucken, wie viel Market Share hat der Brand, wie viel Umsatz haben die generiert und wollten daraus schließen, was das bringt. Die Rechnung geht gar nicht auf. Die Rechnung ging jetzt nur im NFT-Hype auf, weil Investoren miteinander getradet haben. Was wir jetzt gerade sehen, heute ist die Blase geplatzt. Das war für mich, heute ist geplatzt. Heute haben alle gesehen, was passiert. Heute haben sie gesehen, Mist, egal was wir machen, wir können das nicht mehr künstlich pumpen. Was wir jetzt brauchen, sind echte Fans. Echte Kunden. Nicht mal Fans, Kunden. Leute, die das Produkt mögen. Anders geht's nicht mehr. Die NFT-Blase ist durch. Und das ist das, worauf alle gebaut haben. Und das meinte ich, das war das, was ich in meinem Video angesprochen habe, der Unterschied zwischen Sammler und Investor. Niemand, der gerade da ist, ist mit dem Mindset reingegangen, das ist cool, das kaufe ich. Es wäre richtig cool, wenn das in 3 Jahren doppelt so viel wert ist. Alle gehen rein mit, ich mache den Drop mit. Im Bestfall kann ich sofort für das 10-fache verkaufen, Bombe. Und das liegt an den Sammlern. Nein, da waren keine Sammler. Wie viele sind da? Ich, du? Ich würde sagen, Vivi Magic ist tatsächlich so ein richtiger Disney-Fan. Ja. Ich habe vielleicht eine, was schätzt du, 10, 20 Leute in unserem Dunstkreis, die wir kennen, die richtig so Comic-Sammler oder so sind, die in der App sind. Wo du sagen würdest, da könnte ich jetzt einen Namen aufzählen. Also ich könnte, ansonsten kennen wir haufenweise Leute, die zum Investieren da sind, die auch von dem ganzen Kram keine Ahnung haben. Wie viel mehr Werbung kannst du haben, als dass Blackpink selber Content dazu macht? Die haben Videos dazu gemacht. Das ist, als ob du den verdammten Super Bowl buchst an Zahlen. Es geht nicht fetter. Wer jetzt noch sagt, die haben das verkackt und Marketing, was, wie denn? Wie willst du denn Marketing machen? So, willst du, dass Biden persönlich den Amerikanern sagt, die sollen Blackpink einmal kaufen? Das geht nicht mehr anders. Du kriegst nichts Größeres zusammen. Du hast die Brand selber genommen, das Aushängeschild der Brand, und die sagt, ey, wir machen was Cooles, könnt ihr kaufen. Wenn dann keiner kauft. Doch, es hätte besser funktioniert, wenn sie zu der Werbung geschrieben hätten, kaufe den Blackpink Drop und mache danach 10x Instant. Und dann kannst du dir das Geld auszahlen lassen. Aber dann wären es wieder nicht die Blackpink-Leute gewesen. Dann kommen wieder die Leute, die Geld machen wollen. Der größte Unterschied, und das haben alle nicht geschnallt, die haben es nicht geschnallt, weil es falsch aussah. Die Investoren, die reingekommen sind, haben eine Sammler-App gesehen, haben investiert, haben sofort ein ROI gehabt, wovon du nur träumen kannst.
und haben gedacht, das liegt an Sammlern. Und das ist aber das predigen wir zwei Jahre schon ewig. Das sind nicht die Sammler, mit denen ihr arbeitet. Ihr arbeitet gerade mit den Leuten, die investieren. Ihr spielt euch gegenseitig den Ball zu und hofft, dass der Sammler kommt und am Ende nochmal mehr bezahlt. So, und jetzt sind wir aber bei Vivi an einer Masse von Produkten, was nötig ist, dass wir Produkte haben, die nichts wert sind. Oder was heißt nichts wert? Die sind, außer dass du es besitzt und dich daran erfreust, nichts wert. Es ist kein Investitionsobjekt. War es nie. Es war ein Teilzeit-Bubble-Investitionsobjekt und das ist erstmal weg. Und jetzt sind wir im echten Sammlermarkt. Du kaufst etwas, du genießt es und mit der Zeit kann es mal viel wert sein. Und vielleicht ist es auch schnell viel wert, weil viele Leute es auf einmal wollen, wie ein Wolverine zum Beispiel. Da würde ich sagen, da sind ganz viele Leute bei, die wollten ihn einfach haben, weil er geil ist. Und die werden auch die nächsten holen. Aber diese Traumtänzerei mit, du kannst dir jetzt schnell was kaufen und zehnfach wert und ist geil und später kommt der große Sammler und holt das. Das ist geplatzt. Und auch das große Gerede von, die müssen Marketing machen, Marketing machen, Marketing machen, das ist vorbei. Wir sehen, das größte Marketing bringt nichts. Der Markt ist nicht bereit. Die Investoren waren ready und die wollten schnell flippen. Und wer nicht rechtzeitig ausgestiegen ist, hat den Platz verloren. Ihr könnt jetzt warten. So wie alle anderen auch, wie das normal ist. Das ist auch nichts Schlechtes. Das ist auch nicht, ich gönne auch niemanden jetzt so, haha, jetzt sitzt du auf deiner Kuh. Nein, gar nicht. Es tut mir leid. Können wir das mal in Stein meißeln? Können wir das mal in Stein meißeln? Irgendwo, dass wir das jedem einfach so zeigen können, der immer wieder diese Diskussion anfängt, weil wir reden davon immer wieder. Ja, wir erzählen das jedem immer wieder und alle immer so, oh nein und tralala. Deswegen habe ich mich auch letztens in der Telegram-Gruppe so aufgeregt, weil ich das nicht mehr ertrage und du erzählst den Leuten das immer wieder. Ich meine, nicht umsonst sitzen wir hier auch in diesem Collector-Stream. Ja, wir reden ja da immer wieder drüber und wir reden auch immer wieder das Gleiche. Und die Leute, ich kann mir vorstellen, gut ein paar von denen, die hier drin sind bei uns, sind ja auch viele Leute, die wirklich eine gesunde Meinung haben. Aber da sind ja bestimmt auch ein paar, die wir nicht kennen, die sich das angucken und trotzdem es nicht wieder besser wissen. Ne? Also auch mit dem Blackpink-Drop. Ich meine, was erwarten denn die Leute, dass jetzt halb Asien auf einmal sagt, boah, krass, wir kaufen für Millionen jetzt hier und digitales Collecting ist voll was Krasses, NFTs sind gar nicht scheiße, die ganze Welt sagt es zwar, aber wir sagen nein und wir kaufen jetzt bei Vivi ein für, das passiert nicht, das ist unrealistisch. Die Leute, also wenn sie es jetzt nicht geschnallt haben, aber jetzt gibt es ja dann den passenden Satz dazu, Vivi ist tot. Können wir jetzt alle bestimmt 100 Mal heute sagen, Vivi ist tot. Und dann sollen sie alle gehen und dann haben wir vielleicht irgendwann mal die Leute, die wirklich Bock haben. So. Ja, das ist jetzt wirklich, ne? Wir trennen gerade die Spreu vom Weizen. Und ich halte das für extrem gesund, was gerade passiert. So dumm das klingt. Ich halte das für extrem gesund, weil dadurch, dass die Preise niedriger werden, kommen echte Sammler rein und interessieren sich auch fürs Produkt. Das war eine Zeit lang. Wer außer Investoren sollte denn noch reinkommen im Hype? Ne? So, du guckst so, ey, die Partnerstatue sieht toll aus. $50,000? Ey, der Bart sieht super aus. $1,000? Ey, das ist ein schöner R2D2. $2,500? So, das waren doch irre Preise. Das waren absolut irre Preise, die ja auch keiner zahlen kann. Und gerade wenn du weltweit denkst, muss man auch sagen, wir sind hier im Westen. Ne? Hier ist manchmal noch ein bisschen mehr Geld. Also in anderen Ländern ist das nicht. Du brauchst erstmal viel Produkt, an dem Punkt sind wir jetzt. Wir haben jetzt viel Produkt, wir haben viele gute Brands, alles läuft. Ist so wie Jurassic Park, ne? Das die ganze Zeit unterm Radar läuft, aber für Jurassic Park Fans ist es super. Die kommen dann auch dahin, die nehmen dann auch mal was mit. Und mit den Jahren kann das auch mal was sein. Aber jetzt sind wir in der tatsächlichen Welt, wo es Jahre dauern wird. Es kann, möglicherweise kann so eine Kryptowelle uns alle nochmal mitschleppen. Das ist möglich, aber selbst dann würde ich erwarten, dass wir keine Sammlerpreise sehen, sondern wieder eine durch Welle gepushte Preise. Was bedeutet, einige Sachen, die es eigentlich nicht wert wären, gehen hoch. Und andere Sachen, die es wert wären, gehen nicht so hoch, wie sie noch wahrscheinlich irgendwann mal werden. Ich bin ja immer noch an dem Punkt, wo ich sage, das richtige Collectible mit der richtigen Mint wird exorbitant teuer sein. Ja. Ne? Da bin ich nicht von weg. Wie alles, was selten ist und was nur wenige Menschen auf der Welt haben können, das ist ganz klar. Ja. Was halt bei Comics, wer Comics sammelt, kennt es. Du gehst in den Laden, kaufst dir für 4,99 oder 5,99 einen Comic, lest das zur Seite, wenn es versuchst zu verkaufen, über einen Euro gibt dir keiner. Ja. Das ist der normale Gang der Dinge. Dann liegt es 3 Jahre rum, dann kommt auf einmal eine Ankündigung beim MCU, hier Charakter XY wird, wie heißt sie, Taylor Swift,
Ja, eine Ankündigung kommt und dann auf einmal Heft aus $3 aus der Ecke ist auf einmal ein Comic, was $20 wert ist, Raw. Und dann auf einmal nochmal gegradet $100 und dann ist es ein Charakter, der im MCU dann aber richtig erfolgreich wird und dann hat es auf einmal $500. So ist halt Sammeln einfach. Genau. Was ich noch sagen wollte ist, was halt aber auch ganz viele vergessen, ne? Was finde ich auch ein ultra wichtiger Punkt ist, Vivi hat ein Standing sich erarbeitet. Klar, viele heulen rum, viele haben, die haben auch nicht alles richtig gemacht. Kommunikation ist ja größtes Problem bei ihnen gewesen. Aber Vivi hat sich jetzt in 3 Jahren in einem Markt, der so brutal schwierig ist, gerade seit einer Weile, schon seit einer längeren Weile nach dem ATH, haben die ein Standing sich aufgebaut. Die haben jetzt schon die Plattform, die Basis, alles für das, wenn jetzt der reguläre Markt anlaufen kann. Ja, wir haben eine Comic-Plattform. Wir haben jetzt mit Vivi Vibes auch noch irgendeine neue Music-Plattform, auch wenn wir noch nicht ganz genau wissen, was es ist. Wir haben schon alle Steine ins Rollen gebracht. Und wenn jetzt aber ein anderes Unternehmen sowas machen möchte, ja, dann müssen die das erstmal schaffen, sich das aufzubauen und das zu irgendwie sich zu behaupten. Ja, die können nicht dann sagen, ja, ich habe ja hier straight Marvel Comics am Start oder ich habe hier straight die Marvel Collectibles oder die Disney-Sachen oder ich habe auch die krasseste asiatische Band, die von da drüben kommt. Das können die nicht sagen. Und das ist ja das, was, glaube ich, auch ganz viele vergessen, weil sie halt eben nur an ihr Geld in dem Moment denken als Investition. Vivi hat sich hier wirklich als Unternehmen etabliert. Sie haben sich so ein Standing aufgebaut, dass sie es geschafft haben, in einem Markt, der ultra brutal schwierig ist, wo kein Geld da ist aktuell, wo die Leute gar nicht mehr reingeben wollen, haben die es geschafft, trotzdem Umsätze zu machen und die haben es geschafft, dass Leute Bock drauf haben. Zwar auch aktuell viele aus der, in Anführungsstrichen, falschen Intention, aber trotzdem ist es schon mal angelaufen. Ja? Und das ist auch eine Sache, die darf man überhaupt nicht vergessen. Wir haben ein Standing in dem Markt und der hat sich schon etabliert mit großen IPs. Und das wird auch von heute auf morgen wahrscheinlich nicht einfach mal so eben wegkicken. Das haben die sich schon ganz genau ausgedacht. Und das ist wieder dieses, was ich immer gerne sage, wir sehen wahrscheinlich nur die Hälfte und die andere Hälfte, die hinter dem Vorhang gemacht und gewerkelt wird, welche Verträge laufen, wie lang das alles läuft, wie weit wir in die Zukunft da schon blicken könnten, wenn wir es wüssten. Das sind Sachen, die wissen wir einfach alle nicht. Und wir müssen abwarten und auch dieses immer rumheulen, dass nicht alles schnell genug geht. Ne? Wir müssen auch immer wieder sagen, der Markt ist so, wie er gerade ist. Das heißt, der Markt zwingt auch Vivi und die Partner dazu, entsprechend zu handeln. Also ich bin mir ganz sicher, Vivi und auch Marvel hatten damals auch ganz andere Pläne. Zum Beispiel diese Geschichte mit der, das habe ich schon irgendwann mal gesagt, mit der SR-Verteilung und den Animierten. Das haben sie, glaube ich, umgeschiftet, weil sie gemerkt haben, okay, die ganz teuren Sachen, wenn die jetzt animiert sind, das kauft dann kaum einer, dann sind die Leute unzufrieden. Sowas mussten die alles anpassen, ne? Und dadurch sind verschiedene Mintzahlen, Höhen, Supply-Höhen entstanden und so weiter. Und das alles erstmal trotzdem so hinzukriegen, dass es weiterhin relativ gleichmäßig läuft, ja, ohne komplett abzustürzen oder komplett in die ganz falsche Richtung zu gehen. Das musste erstmal hinkriegen. Und ich glaube, dafür hätten sie viel mehr Props verdient, als die Leute denen geben. Ja? Wisst ihr, was ich witzig fand heute irgendwie? Ich will dazu jetzt keinen Namen nennen, aber jedenfalls hatte irgendjemand in der Telegram-Gruppe ernsthaft geschrieben, dass die Edition-Zahlen zu hoch waren für den Blackpink-Drop. Also da musste ich wirklich so nachdenken und dachte mir so, wait a minute. Ich glaube, ein Instagram-Account von denen hat 100 Millionen Follower. Also 2000 Editions. Das ist jetzt irgendwie nicht so. Was? Ich war noch besorgt, weil ich dachte, das ist deutlich zu wenig eigentlich, wenn du dir jetzt mal die Follower anguckst. Das ist sogar viel zu wenig in der Relation, muss man wirklich sagen. Also von den Leuten, von den Fans her, es ist viel zu wenig. Und eigentlich muss man sagen, eigentlich ist bei jedem Collectible aktuell was droppt. Also sei es jetzt Miles Morales, sei es. Ich weiß nicht, zum Beispiel der Wolverine auch, das sind alles Collectibles, wo man sagen muss, da steht eigentlich eine riesige Fanbase hinter. Und da muss man halt auch sagen, natürlich werden durch solche niedrigen Edition-Zahlen dann natürlich auch die Preise getrieben. Weil wenn du natürlich sehr wenig Bedarf oder sehr wenig Supply einfach hast, aber viele Leute, die es haben wollen, dann steigt halt einfach der Preis. So ist es nun mal, so läuft der Markt.
Und das ist natürlich auch interessant zu sehen. Ich glaube übrigens kurz, um auf die Thematik eben zurückzukommen, weil ihr sehr, sehr viel weitergelabert habt. Ich stimme euch da absolut zu, was die Thematik momentan angeht. Und ich muss auch sagen, ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Ich habe sehr, sehr lange, glaube ich, ein ähnliches Denkmuster gehabt wie viele andere auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, und das hat man auch bei vielen Videos bei mir auch gesehen, aber ich muss dennoch sagen, wenn ich jetzt euch so als, ich meine, ihr seid wirklich Sammler, einfach schon vor Vivi gewesen, ich bin es durch Vivi geworden, auch mit dem Hintergedanken eigentlich zu investieren, ist dann aber ein bisschen nach hinten losgegangen. Und eigentlich nicht, du warst ja auf der Gewinnerschiene, du hast nur nicht natürlich. Nein, ich meine jetzt mit nach hinten losgegangen, dass der Plan nicht so aufgegangen ist, wie ich ihn am Anfang hatte. An sich für mich positiv, weil ich bin super zufrieden mit der Collection, die ich habe. Ich habe richtig geile Collectibles, bin da echt ziemlich, ziemlich stolz drauf, auch teilweise. Und das ist einfach ein nices Gefühl. Und ich denke, wir können auf jeden Fall nochmal so eine Bubble sehen, wo halt super viele Investoren reinkommen. Eventuell auch schon in diesem Zyklus. Wir werden sehen. Man kann es halt, man muss ehrlicherweise sagen, schlecht voraussehen, ob es in diesem Zyklus wieder passieren wird oder nicht. Weil wir hatten erst einen Zyklus. Du hast gar keinen Vergleich, gar keine Datenbasis, auf der du das irgendwie analysieren kannst. Man kann das annehmen, aber ich bin mir da auch unsicher. Keine Ahnung, wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht. Und ansonsten wird man in 5 bis 10 Jahren, denke ich, damit deutlich mehr Mehrwert haben, wenn man halt Augmented Reality wirklich in die Gesellschaft eingebunden hat. Der nächste Zyklus wird auch, wenn er kommt, ein ganz anderer sein. Das wird nicht mehr was wir hatten, war ja wirklich eine reine NFT-Bubble. Eine reine NFT-Bubble. Genau. So. Die hatte gar nichts mit dem eigentlichen Produkt wirklich zu tun. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich sammle, das was irgendwie, solche Geschichten. Grüß dich, Mario. Moin. Sorry. Sondern das ist einfach eine NFT-Hype-Bubble gewesen und der nächste. Ja, die nächste vielleicht Hype oder so, der kommen könnte denn vielleicht ein Hype sein, der wirklich durch verschiedene Faktoren entsteht, zum Beispiel durch die Technik, AR, dass die Leute auf einmal sagen, boah, geil, wie cool ist das, mit so digitalem Zeug rumzuspielen auf meinen Fotos? Oder der andere Hype wird dann sein, dass Leute wie Chris und ich, die sammeln einfach, weil wir Comics lesen wollen und weil wir Comics sammeln wollen und das geil finden, dass wir das jetzt alles digital machen können. Also der ganze Hype, der kommen kann, wird dann der organische, das werden alles organische Faktoren sein, die dann wirklich die Sammlerstücke organisch im Preis antreiben. Weil es immer weniger davon geben wird, das ist ja das, was jetzt auch schon so ist, aber wenn du mal richtig viele User hast, die alle was haben wollen, dann sind halt natürlich 2000 Edition, 3000 Edition gar nichts. Dann ist das null. Ja? Und wenn wir das dann sehen, wenn der richtige organische Hype kommt, dann haben wir, glaube ich, auch ein ganz viel, viel gesünderes Feeling und Happening in der App, so, ne? mit dem, was wir da an Produkt haben. Also ich finde ja immer ein gutes Beispiel ist Todd McFarlane's Spawn-Reihe. Die hat in den 90ern gestartet. Heft 1 hat sich 1 Million oder 2 Millionen Mal verkauft. Das Heft ist echt exorbitant. Kein Heft verkauft sich heutzutage so oft. Keines. Du könntest morgen ein Heft bringen, Batman stirbt und das wird sich nicht so oft verkaufen. Fakt. So gut waren die Verkäufe damals. Und das war ja eine Bubble, die dann fast die ganze Industrie gekillt hat. DC und Marvel waren beide davor, platt zu gehen. Marvel war richtig nah dran. Deswegen haben sie auch ihre Rechte an Spider-Man nicht mehr. Das war zu der Zeit, wo sie den verkauft haben, glaube ich. Ne? Ich glaube, ja. Ich nicht genau. 90er Jahre, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich meine, das war auch zu der Zeit rum. Und für DC war es auch eine ganz, ganz harte Zeit. Also da hätte die ganze Comic-Industrie dran kaputt gehen können, weil die auf alles draufgesprungen sind. Das ist halt das, was Vivi so gut macht. Uns ist alles zu langsam und die sollten mehr dies machen, mehr das machen. Aber das kostet ja alles mehr Geld. Es ist ja ein Riesenvorteil, das nicht zu machen, dabei zu bleiben, wo du bist, damit du die harten Zeiten wie jetzt überstehen kannst. Und bei Spawn ist halt das Interessante, du hast diese hohen Auflagen ganz am Anfang gehabt, deswegen sind die richtigen Keys gar nicht teuer. Also das teuerste Spawn Heft 1 ist, glaube ich, jetzt gerade immer noch unter 1000 Euro in besten Grade, weil es gibt einfach zu viele davon. So, dann lief die Reihe lange und die Reihe hat dann richtig Probleme gekommen. So, über Heft 100 wird schwierig, weil die Storys waren nicht mehr sonderlich gut.
Das Artwork ließ zu wünschen übrig. Greg Capullo war weg, vor allen Dingen, was das Artwork angeht. Die Fans sind ein bisschen weggegangen. Es gab so eine kleine, so die Leute sind dem Spawn ein bisschen entwachsen. Man wollte wieder ein bisschen was anderes gucken. Sodass die Hefte zwischen 150 und 200, die sind in den Auflagen sehr klein geworden, weil es niemanden interessiert hat. Das ist das, was wir gerade bei Vivi sehen. Kleine Auflagen, wenig Kundschaft. Leute, die jetzt gerade Spawn sammeln, versuchen diese Hefte zu bekommen und reißen sich teilweise ein Bein aus. Da sind Hefte bei, die kriegt ihr kaum noch unter 200 bis 300 Euro. Für das Heft normal. Das ist ein 2,99 Heft gewesen. Spawn war immer super billig. Und das ist das, das ist die super Position, die wir gerade haben. Wir sind da, wo es niemanden wirklich interessiert. Dieser Early-Punkt, dieser echte, das war vorher nicht Early. Denn da waren schon alle Investoren da. Jetzt ist der, ich bin Early, ich bin hier, hier sind die kleinen Editions, ich kann mitnehmen, wenn ich möchte. Jetzt muss man natürlich ein bisschen Patte an der Seite haben, da sage ich ganz ehrlich, ist bei mir gerade schwierig, deswegen kaufe ich viel zu wenig eigentlich, aber ich hätte Bock mehr zu holen, denn gerade alles Mögliche, was kommt, ist wenig. Und Blackpink ist jetzt so ein super Beispiel. Wir sehen kaum Bewegung, die Leute interessiert das Produkt noch nicht so sehr. Wir haben den schlechten Namen an NFTs. Digitales Sammeln ist noch überhaupt nicht bei den Menschen angekommen. Aber wenn es da ankommt und Blackpink sich, es kommt darauf an, wie lange das dauert, ob die Leute Blackpink entwachsen, ob der Hype weggeht. Aber nehmen wir mal so einen Zyklus von 10 Jahren. Da kann Blackpink immer noch groß sein. Ich habe geguckt, die sind jetzt wie lange dabei? 6, 7 Jahre ungefähr? Das Team 2017, 2018 haben die angefangen, glaube ich. Genau, ne, das waren so die ersten Videos, die ich gesehen habe. So, das heißt, deren Fans sind so in 10 Jahren immer noch da. Und in 10 Jahren sind die finanzstärker, denn ihre Fans sind jetzt wahrscheinlich gerade eher so in ihren 20ern, Mitte 20 vielleicht. Dann sind die aber Mitte 30, Richtung 40, die haben Geld in der Tasche. Das sind die Leute, die für ein Rolling Stone Konzert 400-500 Euro für eine Karte zahlen würden, weil sie einfach diese Leute nochmal sehen wollen. Und dann hast du plötzlich eine wirklich kleine Auflage in einem Feld, was sich bis dann vermutlich etabliert haben wird. Dann wird der Kram teuer. Aber nicht jetzt. Jetzt gibt es noch nicht. Wie wir sehen, der prozentuale Anteil an Leute, die kommen, ist viel zu klein, obwohl da riesig viel Werbung war. Aber das ist das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Wir brauchen, Vivi braucht keine Werbung machen. Verschossenes Geld. Du kannst kein Produkt bewerben, was gerade niemand haben möchte. Das muss alles abflachen. Das NFT muss raus bei den Leuten. Die müssen sehen, dass irgendwas cool sein kann, was mit NFTs ist. Und das wird der praktische Teil sein. Wenn Leute NFTs benutzen, ohne es zu merken und dann langsam kapieren, ach, das läuft alles auf der Blockchain, dann hat sich das für die Leute normalisiert, dann wird das Sammeln interessant werden und dann können die Sachen auch tatsächlich auf natürliche Weise hochgehen. Und da ist jetzt ein guter Zeitpunkt einzukaufen. Und wenn man sich gar nicht dafür interessiert, dann war es nie ein guter Zeitpunkt einzukaufen, außer man hat direkt geflippt. Das ist der Punkt. Ne? Mich kann es nicht stören, so meine Sammlung ist meine Sammlung. Für mich ist das wichtig, was ich gerade sehe. Vivi bleibt bestehen, meine Sammlung geht nicht weg. Das ist das Einzige, was mich interessiert, hoppla. Das ist das, was viele sagen, was sie interessiert, dass Vivi gut läuft, aber eigentlich interessiert denen nur ihre Tasche. Wenn die morgen 10.000 Euro bekommen könnten und Vivi wird dabei platt gehen, wären die zufrieden. Ich aber nicht. Ich habe was gekauft, was ich haben wollte. Ich möchte es behalten, danke. Das ist, was ich immer wieder sage. Genau das ist es halt. Die meisten oder viele haben einfach nur die reine Motivation, Geld und den interessiert es gar nicht, was hier passiert. Ich glaube, wenn jetzt Vivi morgen tot wäre und sie hätten trotzdem mehr Geld verdient, dann wären die auch happy. Dann würde die gar nicht interessieren, ob Vivi kaputt geht oder nicht. Genau. Uns würde es tatsächlich interessieren, weil wir halt wirklich am Produkt von denen interessiert sind und das Produkt auch weiterhin dauerhaft nutzen wollen. Und wenn dabei halt natürlich auch sammlertypische Geschichten wie eben Wertsteigerung, Special Limited Editions und Pipapo entstehen, ist natürlich ganz normal. Ne? Das macht halt alles Spaß.